Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Stream. Schon wieder Horror. Ich weiß auch nicht, warum ich mir das antue. Aber let's go, wenn ich meine Maus rüberkriegen würde. Auf Streamlabs natürlich. Okay. Jetzt geht's aber gleich los. So. Gut, das funktioniert. Sieht gut aus. Oh Gott. Ich habe jetzt schon gar keinen Bock mehr. Ich hoffe, der Sound ist okay. Ich habe ihn extra leiser gestellt. Möchte geile Jumpscares haben. Aber die Musik ist sehr beruhigend und sehr schön. Bis jetzt. Mal gucken, wie lange noch. Oh Gott. I know how you must feel. Lost. Alone. Hopeless. You probably deserve it. But even for you, there is still a way. A way to bring it all back. The one precious thing you ever truly desired. Finish it. Okay, wir müssen es zu Ende bringen. Oh, ich kann mich schon bewegen. Sind wir betrunken oder auf See? Ich bin mir nicht sicher, aber wir wackeln ein bisschen rum. Oh Gott. Genauso fühle ich mich gerade auch innerlich, wie dieses Kind gerade guckt, ey. Wunderbar. Oder dieses Headbobble, das kann natürlich auch sein. Ich glaube, ich lasse das erstmal an. Gucken, wie sich das noch im Spielverlauf so... Ah, okay, RT und RS. Vielleicht muss ich die Empfindlichkeit gleich nochmal ein bisschen einstellen, dass es ein bisschen schneller geht, aber ja. Auch ein wunderschönes Bild. Frau liegt tot auf dem Boden und er denkt sich so, ja, passiert. Ich möchte wieder raus. Ach, geht leider nicht. Okay, geh nochmal kurz in die Einstellungen. Steuerung. Ah, die Empfindlichkeit ein bisschen höher. Ah, nee, ist ja die für die Maus. Moment. So. Übernehmen. Ja, ich hoffe, das ist ein bisschen besser. Oh Gott. Wie mache ich das? Ah, okay. Da ist schon mal die Tür offen. Das ist sehr beruhigend. Oh, ein Brief. Dear Sir. Ist das auch auf Deutsch? Ja. Sehr geehrter Herr. Wir bitten Sie höflichst darum, unsere Schädlingsbekämpfer nicht wieder zu belästigen, was sowie von weiteren höchst unangemessenen Schreiben an uns Abstand zu nehmen. An dieser Stelle möchte ich Sie darauf hinweisen, dass meine Mutter eine äußerst respektable Dame ist, die nicht besonders gütig auf derartige Anschuldigungen reagiert. Alle unsere Mitarbeiter, die ihr Anwesen besucht haben, konnten keinerlei Hinweise auf einen Schädlingsbefall feststellen und entschieden sich daher zu keinem weiteren Maßnahmen außer einer lediglich prophylaktischen Giftausbringung. Wir bitten Sie, dieses Schreiben als unsere letzte Warnung anzusehen. Andernfalls wird der nächste Brief, den Sie erhalten werden, von unserem Anwälten stammen. Mit freundlichen Grüßen, Karl Denton, F.A. Pesky Pests, Schädlingsbekämpfung. Mhm. Hat er erstmal seine Mutter beleidigt. Schön. Haben wir hier noch irgendwelche Rollen? Boah, ich glaube, ich muss die Helligkeit doch nochmal höher stellen. Ich habe die eigentlich... Obwohl, nee. Warum hat sich die Helligkeit denn wieder zurückgestellt? Das finde ich aber nicht gut. Ich kann sie auch nicht ändern. Grafik? Hallo? Da. Ah, schon viel besser. Du musst einen Neustart dieses Programms durchführen. Na toll. Ach, ernsthaft jetzt. Okay, dann spielen wir erstmal. Oh, ich glaube, es ist aber trotzdem heller. Oh, ohne Neustart. Ach, ich weiß nicht, ob ich in diesen Raum da rein möchte. Oh, hier liegt ein Halsband. Von... Oh Gott. Long... Ich habe keine Ahnung. Ave 7C. Popkill? Irgendein Hundehalsband, schön.
Weh, der Hund erschreckt mich wie in The Medium. Okay, sind irgendwie alle Türen offen. Okay, läuft das Wasser aus. Schön. Das kann man auch ausmachen. Yay, Licht. Schöne Handtür hier, toll. Oh, noch was zu lesen. Alpha Achilles Prothesen, einmal Unterknieprothese. Was ist denn eine Unterknieprothese? Wie zum Teufel konnten die bloß die Länge versauen? Okay, eine Rechnung. Warte, kann ich mir die nochmal genauer angucken, aber so viel sehen wir da gerade auch nicht. 88. 89 Dollar wahrscheinlich. Was ziemlich billig klingt für eine Prothese. Ah ja. Ah ja, schön Klo erstmal runter machen. Wichtig. Los, zieh. Oh, ich glaube, da kommt gar nichts. Nee. Ich glaube, das Wasser ist auf dem Boden. Nicht mehr in der Toilettenspülung. Yay. Okay, hier ist auch. Oh doch, da. Okay, Bandagen. Schön, dass wir blutige Bandagen finden. Warte, kann ich die Lampe? Ja. Viel besser. Was haben wir denn da? Red Poison. Rattengift. Okay. Hatten wir hier noch irgendwas? Nee, ne? Ah, diese Handtücher sind auch übelst dreckig. Das machen wir mal zu. Aber es läuft trotzdem weiter. Jetzt. Mein Herr, ich habe Ihre Werkstatt wie gewünscht nicht angerührt, wobei ich mir nicht vorstellen möchte, was für ein Chaos darin herrscht. Wenn Sie sich wirklich so sehr um den Zustand des Raumes sorgen, sollten Sie vielleicht besser darauf achten, wo Sie Ihre Schlüssel liegen lassen. Ich habe sie zurück in Ihr Büro gebracht. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Tag. Okay. Ist wahrscheinlich zu. Ja, okay. Unser Büro. Müssen wir erstmal finden. Ist das auch zu? Ah, ne. Yay, der Keller! Kein Bock! Ich glaube, gehen wir erstmal in den Raum da hinten. Oder humpeln wir? Fühlt sich ein bisschen wie humpeln an, so wie der läuft. Ah, yay. Noch mehr Zettel. Dachte mir schon, dass du die ganze Nacht wach bleibst, also habe ich dir eine kleine Leckerei gemacht. Weißt du, ich wette, selbst ein Rembrandt hat ab und zu eine Pause vom Brillantsein gemacht und wie der Rest von uns gewöhnlichen Pack einfach geschnarcht. Ich weiß schon. Japs, in anderen Worten, geh endlich mal schlafen, du Trottel. Ich liebe dich. Okay. Gehen also nie schlafen. Und wir sind Maler, das weiß ich auch noch. Ich glaube, ich habe es auch irgendwann mal bei Gronkh oder Pan oder so gesehen, aber kann mich auch nicht mehr wirklich dran erinnern. Was in dem Spiel abging. Also, dass wir alles öffnen können anscheinend, das ist schön. Paar Weintrauben. Sugar. Oh, können wir auch aufmachen. Aber bringt uns nicht so viel. Farben. Gold, Rosa, gebranntes Umbra, Sienna. Pinsel 25 mal, Lufterfrischer 50 mal, 10 Kilo Äpfel und Schnaps 30 mal. Saufen wir beim Malen, kann das sein. Und essen gerne Äpfel. Was auch nix. Kann ich mich eigentlich hinhocken? Ich glaube nicht. Mach auf. Gott, dieses Geräusch ist so eklig. Okay, da ist nix. Noch mehr Zettel? Nein. Schön erstmal Unordnung in der Küche machen. Oh, können wir es abwiegen. Ich kann, glaube ich, nichts aufnehmen, weil ich da drauflegen könnte. Na, geh auf.
Okay. Hier ist auch nichts Spannendes drin. Außer sehr viel Dunkelheit. Und ich wette, ich muss bestimmt in den Keller gehen, weil da bestimmt sein Scheißbüro ist. Oh, die können auch noch alle aufmachen. Okay. Na, nimm ihn. Und ziehen. So. Noch ein Zettel. Es tut mir leid wegen gestern, du hattest recht. Ich habe überreagiert, es ist nur so. Es geht nicht um mich, es geht um sie. Alles, was ich mache, mache ich mit ihrem besten Interesse im Hinterkopf. Ich schätze, ich habe immer geglaubt, dass es in einer imperfekten Welt einen Wert hat, nach Perfektion zu streben. Ach, jetzt fange ich an, wie mein Vater zu klingen. Ich werde noch an meinem Temperament arbeiten, versprochen. Wir reden später weiter. Ich liebe dich. Okay. Frage ist nur, ob sie oder er das geschrieben hat. Komm schon. Nimm die Schublade. Jetzt. Ja, okay, wow. Handtücher. Wahnsinn. Okay, Anziehsachen mit einem Flur. Das ist auch schon irgendwie gruselig. Das ist verschlossen. Okay. Ja, können wir da erstmal nicht öffnen. Tür, geh doch weiter auf. Warum müssen das alle so dunkel hier sein? Little Winnie und Partner, haben Sie ein Rattenproblem? Rufen Sie uns an und vergessen Sie es. 555-3825, schnell, effizient und diskret. Okay, wir scheinen also Ratten gehabt zu haben. Oder eventuell auch nicht, was die Parasiten meinen. Na, hier ist das Licht. Oh. Okay. Kann ich da reintreten? Ich glaube nicht. Oh doch. Geil. So, scheiß auf die Ratten. Ich glaube, hier ist auch nichts weiter. Hängt sich denn solche Bilder auf? Wenn die Gesichter sich darin noch bewegen, ey, dann mache ich das Spiel aus. Passiert wahrscheinlich noch. Ah. Ey, da ist Blut. Da gehe ich erstmal nicht hin. Oh Gott. Was war das? Da ist auch eine Tür offen. Yay. Vielleicht hätte ich doch dieses Indie-Spiel kaufen und installieren sollen. Ich glaube, das wäre weniger gruselig gewesen als das. Hey, Hundis! Okay, Notenblätter. Oh, das hätte ich drehen können. Okay, noch mehr Notenblätter. Ja. Ich spiele kein Klavier mehr. Das ist bestimmt unser Büro. Steht hier. Hab die ganze Nacht gearbeitet, weck mich nicht auf. Na, geht das auf? Ja. Was ist das hier, unser Büro? Das könnte auch unser Büro sein. Ne, ist unser Schlafzimmer, okay. Musik, schön. Gelecktes große Eröffnung in Flammen. Verheerender Brand in neuem Kaufhaus. Dutzende kämpfen noch um ihr Überleben. Die lang erwartete Eröffnung des neuen Galaktik-Kaufhauses wurde eine Hölle auf Erden, als ein Kabelbrand das Gebäude in Flammen aufgehen ließ. Während der Mehrheit der Besucher gelang, die Notausgänge rechtzeitig zu erreichen, wurden mehrere hundert unglückliche Besucher im hinteren Teil des Gebäudes von den Flammen eingeschlossen, ohne Chance darauf, dem flammenden Inferno zu entkommen. Die genaue Anzahl der Verletzten konnte noch nicht bestimmt werden, jedoch gehen Schätzungen davon aus, dass mindestens ein Dutzend Personen schwer verletzt wurden. Der Besitzer des Galactic Ronald
Sheffield hat bisher jeglichen Kommentar zu dem tragischen Ereignis abgelehnt. Yay. Bauer's Head. First Class Quality. Mhm. Irgendwann an einem Freitag, bestimmt der 13. Entschuldige, konnte nicht schlafen. Das Bein hat wieder Ärger gemacht. Dachte mir, ich könnte genauso gut etwas arbeiten. Ich liebe dich. Okay, drehen kann ich's nicht. Okay, dann haben wir tatsächlich irgendwie ein Humpelbein. Kann man das mitnehmen? Stock? Nö. Geh auf. Mann! Warum spiele ich dieses Spiel, ey? Wie viel hat der Typ gesoffen, ey? Mach doch mal den Schrank auf. Es geht nicht. Jetzt. Oh, mein Herzinfarkt, ey. Rückt immer näher. Geh auf. Ah. Falscher Stick. Okay, was anziehen müssen wir nicht. Warum hat der denn so viele Flaschen hier? Der alte Säufer. Ich dachte gerade, das Klavier wäre auch blutig, aber ich glaube, das ist einfach nur rot und rostig. Yay, dieses Bild da hinten. Finde ich ja schon sehr toll. Bobby, hier geht die Tür zu, ne? Bin drin. Ah, ich glaube, das ist unser Büro hier. Hängt sich so ein Bild auf, Junge. Noch mehr zertepperte Flaschen. Ja. Ah, Rotkäppchen. Mama hat die. Oh. Musik aufgehört. Also, ich kenne das Märchen ein bisschen anders. Schön. Schön, schön. Ich weiß nicht, ob er das selbst gezeichnet hat, kann sein. Oh, ein Schlüssel. Haben wir mit. Es tut mir leid, ich mach's wieder gut. Heute Nacht geht es nur um dich und mich. Lass es uns zu etwas Besonderem machen. Du hast es versprochen. Oder hat sie das drüber geschrieben? Ja, wird wahrscheinlich sein. You promised. Oh, nichts Besonderes. Mein lieber Freund, lass mich dir eine Frage stellen. Hast du völlig deinen gottverdammten Verstand verloren? Ich weiß, dass du im Moment eine schwere Zeit durchmachst. Ich verstehe das wirklich, weshalb ich mich dazu bereit erklärt hatte, doch diese Illustration malen zu lassen. Auch der guten alten Zeit wegen. Ich habe dir doch sogar ganz bewusst eine ganz triviale Aufgabe gegeben, weil ich dachte, Rotkäppchen wäre etwas, das du im Schlaf zeichnen könntest. Womit ich nicht gerechnet hatte, war dieser verrückte Zündstoff für Albträume, den du für eine gute Nachtgeschichte für Kinder eingereicht hast. Eher friert die Hölle zu, als dass ich das benutze. Und ich bereue es sehr, dass ich mich dazu bereit erklärt hatte, dich im Voraus zu bezahlen. Bitte komm mal wieder klar. Alter Kumpel Liam Brickstone, Verlagshaus Geflüsterte Geschichte. Ja, kann ich verstehen. Minimal. Ich weiß gar nicht, was er hat. Okay, hier ist nix. Den Brief hatten wir schon. Gott, ich will dieses Kackbild da oben gar nicht angucken. Kann man dort lesen? Nee. Oh. Ah, Lampen anmachen. Schon viel besser. Gott, jetzt wird da bestimmt irgendwas passieren, wenn ich den Schlüssel habe. Warum ist hier eigentlich keine Lampe? Oh! Da kann ich irgendwas. Achso, da sind auch noch Schränke. Da ist aber nichts drin. Gott, ich sehe auch nichts, ne? Ist hier was drin? Ich glaube, das war der gleiche Schrank. Auch nichts. Gott. Ich glaube, ich habe den richtigen. Ne, das ist immer noch der. Mit der
Außer er hat vielleicht einfach. Oder es gibt. Nee, es gibt nur zwei, okay. Kann ich die auch noch aufmachen? Nee. Waren hier hinten noch Schränke? Auch nicht. Gut. So, da ist noch eine Tür. Warum ist dieser Flur so gruselig? Da kam gerade ein Ball runtergekullert. Why? Okay, verschlossen. Okay, Kinderzimmer. Was ist das? Ah, eine Rassel. Okay. Das ist ein Teller, natürlich. Ich hatte auch immer Teller in meinem Kinderzimmer. Kleiner Soldat. Okay, Eisenbahn. Nichts Besonderes. Die Mutter sieht ja nicht so glücklich aus. Warum gibt es eigentlich immer so gruselige Kinderzeichnungen in diesen Horrorspielen? Das war in The Medium auch schon so. Obwohl das Spiel, glaube ich, nicht so gruselig war. Steht da was? Bere. Hennis. Ich glaube nicht. Eat. Nein. Gott, diese Puppen. Oh mein Gott. Bloß weg. Ich erinnere mich gerade, dass ich gar noch in den Keller muss. Ey, scheiße. Okay, wir haben noch die Tür da hinten, die voller Blut ist. Oder gehen wir in den Keller? Ich weiß nicht, was besser ist. Okay, die ist verschlossen. Gehe lieber wieder rückwärts, bevor hinter mir irgendwas passiert. Okay, dann gehen wir mal in den Keller. Yay. Ich hab richtig Bock. Oh, es wurde sehr hell. Jetzt nicht mehr. Gott, ich sehe ja nix hier. Okay, Ratten haben wir immer noch. Schön. Okay, eine Brille. Report Card. Lesen. 3, 4, 5, 3. Schreiben. Ach, Noten wahrscheinlich. 4, 2, 3, 4. Mathematik. 5, 4, 5, 3. Wissenschaft, Gesundheit. Ah, Kunst und Musik. Sehr gut. Sport vom Unterricht entschuldigt. Notendurchschnitt 4, 4, 3. Nicht das beste Zeugnis. Aber wenn die Tochter oder der Sohn vom Vater abstammt, dann macht das vielleicht Sinn, weil er ist ja auch Maler. Ich war ja auch schlecht in der Schule. Außer in Kunst und Musik. Oh Gott, diese Mäuse, ey. Warum sind die so laut? Kann ich nicht irgendeine Kerze mitnehmen? Was liegt hier? Ah, das sind ja alles Puppen. Ich weiß nicht, ob man im Stream sieht. Wahrscheinlich nicht. Das ist wahrscheinlich absolute Schwärze, aber hier liegen überall Puppen rum. Geil. Bitte sei verschlossen. Oh Gott sei Dank. Ich weiß nicht, ob ich mich darüber freuen soll oder nicht, aber ich möchte hier eigentlich nicht mehr weiter sein. Ich renne mal. Es ist scheiße dunkel hier. So, dann haben wir nur noch. Warte, kann ich die Tür wieder zumachen? So. Unseren Raum. Unseren Malraum. Yay.
Interessant. Noch mehr Alkohol natürlich. Der Malerstuhl ohne Kiste. Mit ganz vielen Pinseln drin, die alle zusammengeklebt sind. Schön. Oder warte, ich glaube, die sind alle kaputt. Naja. Geht das alles zu? Ah, noch mehr Alkohol, nice. Und noch mehr. Yay, aber dafür hat es eigentlich keine Truhen benötigt. Kannst auch so lagern. Die liegen sowieso überall rum. So, hier sind die gleichen Sachen wie draußen auch. Mehr Papierrollen. Hier ist nix. Ah. Ich habe es so satt, dass wir uns über diese Zettel unterhalten sollen. Um Gottes Willen, wir leben im selben Haus. Komm da raus und red mit mir, bevor du dich schlafen legst. Okay. Stranger Typ, wenn er mit seiner eigenen Frau nur über Zettel redet. Noch mehr Bilder. Okay, gucke jetzt auf das Gemälde. Das verdeckt. Get it right this time. Mach's diesmal richtig. Yay! Ich hab richtig Bock. Das hat einen Grund, warum es verhüllt ist, ja? Aber bis auf diesen roten Flecker ist er doch okay. Ach, hier liegt ja auch noch was. Verloren. Du verdienst es, beendest. Das hatten wir am Anfang schon von der Stimme. Schön. Können wir jetzt ein bisschen malen? Wird natürlich schön. Ah, ich habe jetzt gar keine Lust, wieder rauszugehen.